Guten Morgen. Hast du schon mal so eine Situation gehabt, wo du nicht mehr wusstest, wie man beten sollte? Nichts ist so schwierig und einfach zugleich wie das Beten. Es ist dem Theologen wie dem Kind erlaubt, es entspringt dem Augenblick und ist die Haltung eines ganzen Lebens. Es ist Ruhe und Kampf, Angst und Begeisterung, Ergebenheit und Zudringlichkeit. Das Gebet fällt uns aber oft dann schwer, wenn wir kaum die Worte dafür finden. Manchmal wissen wir nicht genau, was wir beten sollen, wollen, aber auch wie. Und nicht nur uns heute, sondern auch Apostel Paulus ging es damals so. In Römerbrief Kapitel 8, Vers 26 bis 27 lesen wir: Ebenso kommt aber auch der Geist unseren Schwachheiten zu Hilfe. Denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt, aber der selbst, Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichen Seufzen. Der aber die Herzen erforscht, weiß, was das Trachten des Geistes ist, denn er tritt so für die Heiligen so ein, wie es Gott entspricht. Meine heutige Andacht lautet: Was ist, wenn ich nicht mehr beten kann? Nicht nur Neubekehrte stellen sich diese ehrliche Frage, sondern auch erfahrene, reife Christen geraten immer wieder in solch ein Dilemma. Da sind Momente, wo die Worte und Gedanken einfach einem fehlen oder durcheinander sind, wo man sich kaum konzentrieren kann und das Innere sich nicht wirklich beschreiben oder greifen lässt. Da ist auf einmal dieses Gefühl da, dass einem alles aus den Händen entgleitet und alles bald in eine Katastrophe endet. Da spielen verschiedene Gedanken und Gefühle verrückt. Alles scheint durcheinander zu sein und sinnlos zu sein. Manchmal ist das die Summe von ungelösten Problemen, die offensichtlich sind. Manchmal aber sind das Probleme, die auf Anhieb nicht erkennbar sind. Man weiß, da ist etwas nicht in Ordnung, aber man kann nicht genau sagen, was das ist. Was ich damit sagen will, ja, innere Unruhe und Ratlosigkeit, manchmal auch Zerrissenheit gibt es auch beim Christen. Man muss sich das schon zugestehen, ohne dabei ständig schlechtes Gewissen zu haben. Unser Kinderrecht als Kinder Gottes besteht gerade darin, dass wir beten können. Und wenn auch einem die Worte fehlen, so darf man immer noch einfach wortlos in Arme des Vaters laufen und sich darin bergen. Wir dürfen das. Du darfst das. Geist Gottes kommt mit unserer Schwachheit klar. Er kommt mit unserer Schwachheit in Berührung. Gott hat da keine Berührungsängste. Sich an Gott festhalten ist wichtig. Doch was ist, wenn man sich nicht an ihm festhalten kann? So darf ich dennoch wissen, er hält mich fest, auch dann, wo ich mich an ihm nicht mehr festhalten kann. Wir sind außen und innen von Schwachheit umringt. Die Welt leidet unter Mühsal, ihre Nichtigkeit und wir mit ihr. Das beschreibt Paulus in Kapitel 8 ab Vers 19 sehr genau. Unser eigener Leib ist immer noch gebunden. Das dürfen wir nicht vergessen. Die Erlösung dafür ist noch nicht gekommen. Noch sind wir nicht zu Hause. Unaussprechliche Seufzen sind unsere ständige Lebensbegleiter. Ja, immer und immer wieder. Und das wäre verkehrt, wenn es andersrum wäre. Denn hier ist nicht unser Zuhause. Wir sind noch unterwegs. Um zurück auf die Frage zu kommen: Was ist, wenn ich nicht mehr beten kann? Dann kommt der Heilige Geist uns in unserer Schwachheit zu Hilfe. Er tritt ein an unserer Stelle und übernimmt. Denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt, aber der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichen Seufzen. Ich glaube, ich bin fest davon überzeugt, dass ein stillschweigendes vor Gott treten durchaus Sinn macht. Beim Gott, der alles genauestens weiß und kennt, bin ich immer richtig. Es kommt eben nicht auf die Worte an. Nicht immer kommt es
zumindest auf die Worte an, sondern es kommt auch auf kindliches Vertrauen an. Heiliger Geist bewirkt Gebet und verleiht unaussprechlichen Seufzen eine Form und Gestalt, was beim Gott mit Garantie und Sicherheit ankommt, was von ihm verstanden und angenommen wird. Insofern, da wo Worte einem fehlen, wird weiter gebetet. Da findet womöglich die beste Anbetung Gottes an. Deshalb hören wir nicht auf zu beten, auch wenn wir still vor ihm schweigen. Er nimmt es wahr, er geht dem nach. Du bist nicht allein. Der Herr sei mit dir. Amen.